Hast du aufgeregt? Ja. So, du zitterst voll. Ihr müsst ja richtig gut befreundet sein und bestimmt seht ihr euch auch richtig oft, ne? Warte kurz, macht ihr auch so eine Musik mit so diese Kämpfermusik? Ein Mann kämpft gegen den Bauchspeck. Nee, warte. Du bist der Gewinner. Ich bin der Gewinner. Aber was man an dieser Sequenz halt merkt, ist, also einmal, dass er in einem neuen Licht erscheint. So wie der mit der Ricarda umgegangen ist, sag ich dann schon. Unser Aquaman. Boah, aber er hat wirklich schlechtes Karma. Könnt ihr das einmal bitte sehen, Leute? Ist Calvin Klein deine Marke? Calvin Klein ist nicht meine Marke. Okay. Ja, Calvin Klein kommt von ihm. Merk, mein Name Elsa, und dann wirst du sehen, wer ich bin. Elsa, schön, ja, dich kennenzulernen. Elsa im Wunderland, oder was? Das ist gut gecastet. Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, dein Lieblingsroaster mit Herz oder auch nicht, aber vielleicht, I don't know. Ja, ich heiße dich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Staffel. Es geht um Kampf der Reality Stars. Heute ist Samstag, wenn du das guckst. Bei mir ist heute Freitag, ich habe ein bisschen vorgedreht für dich. Und ja, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich heiße dich hier herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich möchte gerne heute über ein paar, über die Kommentarflut sprechen, die mich erreicht hat. Oder die Community ja vielmehr, es ist ja auch euer Kanal, ne? Unter dem Video von Prominent getrennt Folge 2. Kurz vorweg, einmal um zu chillaxen, so beidseitig, möchte ich dir gerne den Partner des heutigen Videos vorstellen. Tada! Nachdem ich jetzt die letzten 3 Stunden Reactions für euch aufgenommen habe und nun alles rübergeschickt habe an Gabi, habe ich jetzt eine kleine Pause. Ich habe euch einmal erzählt, dass ich im Zuge meiner Selbstständigkeit mal angeeignet habe, jede Minute zu nutzen, produktiv zu sein. Hier kannst du noch was schaffen und da kannst du noch was schaffen. Ich möchte dagegen anarbeiten und im Zuge dessen habe ich Domino Dreams für mich entdeckt. Es ist ein leichtes Brettspiel. Kennt ihr das vielleicht sogar schon? Es geht darum, Domino-Rätsel zu lösen und dabei König Richard bei seinem königlichen Tour-Abenteuer zu helfen. Ich habe euch gesagt, es ist ein Wohlfühlmoment, in dem ihr euch nur um euch kümmert. So, ich bin jetzt mittlerweile im Level 5. Ich kann euch sagen, das Abtauchen in eine andere Welt ist durch Domino Dreams auf jeden Fall garantiert. Alle Termine und alles wird einfach für einen Moment einmal vergessen. Es warten tausende Level auf euch, in denen ihr Preise gewinnen könnt. Und mit diesen könnt ihr dann das Königreich entwerfen und bauen. Ich habe solche Aufgaben ja schon immer geliebt, ne? Irgendwas bauen, entwerfen, kreativ sein. Achtung, Suchtgefahr. Ja, und nachdem ich dann hier so 2-3 Level gespielt habe, habe ich auch wieder Power für die nächste Aufgabe in meinem Arbeitsalltag. Lade dir jetzt über meinen Link unten in der Infobox Domino Dreams runter und gönn dir einfach mal so ein bisschen spaßige Zeit für dich. Viel Spaß! So, nachdem wir jetzt alle eine Runde was Spaßiges gemacht haben, würde ich sagen, sprechen wir über die Kommentare. Ja, ihr findet, dass ich Sarah und Melina bei Prominent getrennt in der Folge 2 nicht so nett kommentiert habe. So, also, es ist so, und einige von euch erkennen mich nicht wieder und ja, genau. Ich danke euch erstmal für die ganzen Kommentare. Ja, vielen Dank für eure Anteilnahme. Also, ich finde es wirklich, 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 wirklich spannend, was ihr sagt und wie euch das gefällt oder eben nicht gefällt. Und ich möchte an dieser Stelle ein paar Worte dazu sagen. Also, ich finde Melina voll unsympathisch. Ist einfach so meine bescheidene Meinung. Ich bin einfach nur so ein Mensch, der das hier sagt. Ne, ich kenne die von I The One. Ich versuche mir das gerade so zu erklären, warum ich dieses Geheule von ihr so nervig fand. Weil sie bei I The One auch viel Drama gemacht hat mit Aurelia, viel geheult hat und so. Mit der Aurelia hatte ich darüber ja schon geredet. Wir hatten ja einen Kommentar und wir sind jetzt, mindestens ein Interview. Wir hatten uns auf irgendwelchen Veranstaltungen ganz oft getroffen und verstehen uns mittlerweile richtig, richtig gut. Und sie hat zum Beispiel ihre Zeit bei I The One reflektiert und meint, oh Gott, ich war da voll daneben. Die haben ja voll so Drama gemacht und bla und geheult und dies und das und Ananas. Und ich fand das damals auch schon unsympathisch. Ich habe jetzt mit der Melina seitdem nicht gesprochen. Ich habe die noch nie live gesehen. Vielleicht, wenn ich die live sehen würde, würde ich sagen, oh, ich mag die voll.
Dann wurde ich gefragt, seit wann wir Bodyshame, weil ich so ihr Posen nachgeäfft habe. Ich glaube nicht, dass das Bodyshaming ist, wenn du die Grimasse von jemandem nachäffst. So. Und mit dem Nachäffen habe ich auch gar nicht angefangen, sondern dieser Kanal beruht darauf. Also guckt euch gerne mal die Reactions an zu Eyes One und Christine Okpara und mit Jermaine und so weiter. Alter, da habe ich mir hier Kochlappen über den Kopf gezogen und habe die alle nachgeäfft. Und ja, das ist halt auf diesem Kanal nicht neu. Ja, eine kleine Erklärung, warum vielleicht meine Reaktionen jetzt nochmal doller rüberkommen, ist tatsächlich die neue Art und Weise aufzunehmen. Während, ich weiß, dass das viele meiner YouTube-Kollegen so machen und auch ich habe das ja die letzten 4 Jahre so gemacht, ich habe beim Filmen das Format oder die Sequenzen einmal vorher alleine geguckt. Ne? Und dann ging die Kamera an und dann habe ich quasi meine Kommentare dazu abgegeben und dann ist das Ganze natürlich abgeschwächter und jetzt weiß ich immer vorher gar nicht, was da drin vorkommt und wenn ich das erste Mal hier mich aufnehme, ist das auch wirklich meine erste ungefilterte Reaktion und ich finde halt auch, dass das viel mehr eine Reaction ist, ja, so und dann finde ich halt eine Sache sehr, 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 sehr spannend. Und zwar gibt es viele oder einige, die sagen, ja, ich bin hier gar nicht deiner Meinung und ich musste die Reaction abbrechen. Das finde ich sehr spannend aus folgendem Grund, weil wir gucken uns das ja alle an und haben eine Reaktion darauf. Wenn du das alleine guckst, hast du eine Reaktion darauf. Wenn ich das alleine gucke, was ich ja nicht mache, weil ich gucke es jetzt mit dir, habe ich eine Reaktion darauf. Warum ist es denn notwendig, dass wir die gleiche Reaktion auf etwas haben oder dass wir etwas gleich einwerten? Ich habe nicht gesagt, ich habe nichts unter der Gürtellinie gesagt über Sarah. Nur weil ich finde, dass es peinlich ist, dass sie dort mitmacht, heißt es nicht, dass ich sage, schreibt der Hassnachrichten oder irgendwas, sondern es ist einfach meine Reaktion darauf, mit der Brille, durch die ich gucke, auf die ich sie betrachte, mit der ich sie betrachte. Und ich finde die unsympathisch, ja, das kann sich vielleicht auch ändern. Das könnte sich vielleicht auch ändern. Aber ich finde sie unsympathisch und ich würde an ihrer Stelle oder ich wäre jetzt da nicht hingegangen. So, und das ist aber einfach nur meine Meinung. Wenn ich zum Beispiel Schnuffelhasen treffe, ich habe jetzt gestern Schnuffelhasen getroffen und wir haben uns 10 Minuten unterhalten. Und dann hat die eine gesagt, boah, ich mag den Alex. Die andere hat gesagt, boah, ich hasse den Alex. Und ich habe gesagt, mittlerweile weiß ich es gar nicht mehr. So, und jeder von uns hatte eine andere Meinung, ja. Aber da ist keiner von uns gegangen und hat gesagt, so, also, nee, jetzt muss ich gehen, jetzt kann ich dir gar nicht mehr zuhören, weil du hast überhaupt nicht die Meinung, die ich habe. Ist doch okay, wenn wir verschiedene Dinge, also verschieden reagieren auf verschiedene Dinge. Das ist doch das Leben. Also ihr müsst ja nicht meine Meinung annehmen, wenn ihr gerade den Part mit Sarah und Melina anders einstuft. Ist doch super. Dann nutzt die Kommentare und schreibt rein, was ihr dazu denkt. Aber so, ja, da jetzt zu sagen, das schätzt du total falsch ein und das finde ich total unangebracht. Auf welchem Fundament basiert das? Das ist einfach meine Meinung. So, ich finde es einfach peinlich. Ich finde es einfach peinlich, dass die Sarah da hingeht. Und weil ich es einfach insgesamt bei ihr dann unglaubwürdig finde. Und ich finde, dieser Kommentar hat es wirklich auf Schwarze mitten ins Schwarze getroffen, weil viele ja dann auch geschrieben haben, Mensch, Sunny, projizierst du vielleicht? Weil du redest ja auch so oft über deinen Ex, ne? Ich wollte nochmal klarstellen, ich rede nicht so über meinen Ex. Ich sage nicht, er ist voll der Depp, er ist einfach voll peinlich, er ist einfach richtig dumm oder was sagt sie noch alles? Er ist, weiß ich nicht, ein Wichser, ein Arschloch. Ich gehe ganz oft in meinen Gesprächen von mir aus, wie ich diese Reise der Heilung angetreten bin. Ich erzähle von meinem Psychologen, also hier den Treffen mit meiner Psychologin, was ich für Erkenntnisse für mich habe und sage auch ganz oft, Leute, es ist auch die Kompatibilität ganz, ganz wichtig. Das passt einfach nicht zu mir, sowas passt nicht zu mir. Und ich werte den halt nicht ab, indem ich den in dem Sinne beleidige, ja. So, und hier ist ein Kommentar, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und zwar, ich habe das auch gerade auf YouTube kommentiert.
Aber so wie ich das sah, hast du dich einfach stark mit Sarah identifiziert und warst ungeduldig, dass sie noch nicht da ist, wo du jetzt bist. Ich kann mir vorstellen, dass du dadurch sehr leidenschaftlich wirktest, als hättest du ein persönliches Problem mit ihr. Also ich finde, wenn man deine Geschichte kennt, war es eher wie ein Pushen, dass du sie gerne woanders auf ihrer Healing Journey gesehen hättest, wobei natürlich leider nicht jeder Therapie besucht. Ich glaube, dass das auch zu großen Teilen damit reinspielt, weil sie wurde halt von dem verarscht und auf ekelhafte Weise, Art und Weise auch verletzt und gedemütigt und so weiter. Und genauso wenig wie mein Ex es lernen wird, kein Narzisst mehr zu sein, wird Nico irgendein Learning daraus tragen. Dem ist alles scheißegal. Und ja, vielleicht triggert es mich auch, dass ich sie da so sehe, wie sie den weiterhin beleidigen muss und so weiter, obwohl sie schon einen neuen Typen hat. Und dem gegenüber finde ich das so respektlos. Also hätte ich jetzt einen Partner, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich nochmal über meinen Ex rede. Vor allem den niedermachen muss. Ich habe auch keinen Bock, morgen jemanden kennenzulernen, der immer noch seinen Ex beleidigt. So, der online geht jeden Tag und sagt, oh, das ist so ein Wichser, so ein Arschloch, es ist so peinlich, seitdem ich ihn nicht mehr habe, habe ich ein Upgrade. Da, an dieser Person hätte ich gar kein Interesse. So, vor dem Hintergrund finde ich das einfach wirklich hart unangenehm. Aber Leute, es ist einfach nur meine Meinung. Es ist einfach nur meine Meinung, weil meine Reaction darauf. So, ich habe dadurch nicht weniger Herz oder, weiß ich nicht, bin dadurch ein anderer Mensch. Ich bin immer noch genau der gleiche wie vorher, nur dass ich diese Situation anders betrachte. Und wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt abschalten, weil du das nicht erträgst, dass ich anders darauf blicke, dann finde ich das halt sehr, sehr spannend, weil ich höre mir das schon an, wenn andere eine andere Meinung haben. Beim Alex Petrovic hatte ich das so oft auch im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, wenn ich irgendwo was gefeiert habe, dass die so meinten, boah, ich finde, du kommentierst den Alex viel zu streng, eigentlich ist das doch genau das gleiche wie bei dem und dem und bla, dann stehe ich ja auch nicht auf und gehe, sondern bin so, ah, okay, gut, spannend, sehe ich dann an der Stelle halt anders, aber das ist doch nicht, also ist ja kein Weltuntergang. Ich habe ja jetzt nicht, ja, Dinge unter der Gürtellinie über sie gesagt, sondern ich finde die einfach nicht so ganz authentisch. Und natürlich hat sie das Recht, das alles zu machen. Sie kann den auch beleidigen, aber ich finde es halt unangenehm für sie und irgendwie schade und bedauerlich. Und ja, vielleicht trifft dieser Kommentar es ganz besonders doll. Achso, und dann habe ich hier noch eine Sache. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ich habe die jetzt gar nicht gebraucht. Aber hier schrieb auch ein Schnuffelleser, vermisse den Mitfühlenden. Und da muss ich sagen, Leute, ich bin mitfühlender denn je. Weil das ist jetzt so ungefiltert, das ist mitfühlen on another level, auf einem ganz anderen Level. So, weil ich wirklich direkt sage, was ich denke. Aber es ist ja, wie gesagt, nur meine Reaktion. Nur meine Reaktion. Und guck mal, bei 1,5 Stunden Content, wie komisch wäre das auch, wenn du bei jeder Sache alles gleich sehen würdest wie ich. Das wäre ja spooky. Ja? Falls du neu bist auf diesem Kanal und auch ein mitfühlender Schnuffelhase werden möchtest, dann tritt dieser wundervollen Community bei, werde ein Teil von uns, kommentier fleißig, sag mir, was du denkst, auch wenn du oder gerade wenn du anderer Meinung bist als ich. Und dafür ist es doch das Geilste überhaupt, dass wir hier in den Austausch gehen. Und ehrlicherweise, ich habe mich gefreut über die vielen Nachrichten. Ich sehe das anders, die Sarah darf das, bla. Ja, geil, darf sie auch. Super, finde ich gut, dass du dich laut machst und dass du sagst, wie du das siehst. So. Und nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Meinung. Und das ist ja auch nicht schlimm. Und du bleibst bei deiner. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wir werden einfach gucken, wie sich das im Laufe der nächsten Folgen so entwickeln wird. Ja? Ich liebe das. Ich liebe den Austausch mit euch. Und genau, RTL Plus Premium Abo ist noch ein Thema. Das habe ich für dich im Petto. Erster Monat, zweiter Monat, 50% Rabatt. Alles, was du dazu brauchst, findest du unten in der Infobox. Und du kannst Kampf der Reality Stars eine Woche vorher auf RTL 2 gucken. Mittwochs um 20.15 Uhr. And now we are going on. Jetzt geht's los. Das wird großes Tennis. Helf mir! Ist auch nicht gut, auf mich zu sprechen, glaube ich. Alex Petrovic, den brauche ich hier nicht. Verhalt deine Fresse! Alex! Oh mein Gott, manche Sachen ändern sich halt nie. Habt ihr gesehen,
der, also erstmal Jenny Elvers wieder, Cecilia, Maurice, also irgendwie habe ich das Gefühl, die sind überall jetzt drin, ne? Ist okay. Aber auf jeden Fall, der Alex scheint ja wieder loszugehen auf den Maurice, ne? Aha, das ist schon wieder das nächste Fettnäpfchen für mich, ne? Weil wenn ich da jetzt wieder sage, ich habe ja gesagt, ich werde den Alex neutral bewerten, wenn ich jetzt aber hier schon in der ersten Szene sehe, dass er quasi die männliche Kim Virginia ist, die wieder irgendwie körperliche Gewalt hier anteasert, oh, das wird schon wieder spannend, Leute. Da werden auch ganz viele sagen, wahrscheinlich, nö, der hat an sich gearbeitet, das war eine Prinzessinnenklatsche, aber ist doch geil. So, weißt du, jeder von uns macht es auf seine Art. Ich bin Bente Wag. In erster Linie kennt man mich über meine Mutter, eine bekannte Schauspielerin, Uschi Glas. Hallo, mein Name ist Tanja Tischewitsch. Du hast viele Tattoos, ne? Ja, so ein paar. Also überall? Ja, wirst du wahrscheinlich fast alle sehen. Und wo sind die, die ich nicht sehe? Ein bisschen tiefer. Also nee, also die Gurke ist nicht tätowiert, so viel kann ich nicht. Aber so an der Seite? Aber, ja. Ja? Leute, das ist alles ein bisschen cringe. Also, es gibt ja heute richtig viel Kampf der Reality Stars. Die haben ja 2 Folgen rausgehauen, ne? Als die erste quasi, Teil 1 und Teil 2. Und jetzt verstehe ich halt auch warum, weil das ist der Sohn von Uschi Glas, der sich auch als solcher vorstellt. Natürlich, liebe ich ja, ne? Tut mir immer richtig leid. Wenn die Leute immer so Sohn von, Tochter von, oh, ich finde es so schade einfach, ne? Bin ich froh, dass ich keine berühmten Eltern habe. Und der zweite ist, sie, weiß ich gar nicht, wer sie ist. Sie war auf jeden Fall vor 10 Jahren im Dschungelcamp und hat da ihre Brüste Bacon 1 und Bacon 2 genannt. Das ist so ihre Lebensstory. Und die beiden sind alleine in diesem Haus, in dieser Sala, und sie versucht halt ein bisschen charmant zu sein, aber ich glaube halt eher, weil die Kamera läuft. Und es ist, glaube ich, aber eher ein cringer Moment für beide. Und er denkt aber, glaube ich, sie flirtet hart mit ihm. Aber ich denke nicht, dass sie das tut. In Wirklichkeit. Wisst ihr, was ich meine? Mein Name ist Kevin, ich bin irgendwas mit 30 Jahre alt. Ich finde es so krass, dass er sich so etabliert hat. Die giftigste Ziege von allen ist jetzt einfach wirklich gebucht für jedes Format. Naja, gut, ne? Aber deswegen auch so, guck mal, ihr denkt immer, das soll hier alles korrekt sein, ne? Guck mal, alleine auch die Vorschau für dieses Format ist, wie Alex auf den Maurice wahrscheinlich losgeht. Die Vorschau auf Prominent getrennt ist, wie Kim Virginia Max eine klatscht. Davon leben die. Die sind dann am Ende so, ja, das machen wir nicht, das unterstützen wir nicht, deswegen müssen die Leute rausfliegen. Ja, genau. Aber dann wird es als Teaser genommen. Natürlich wird es gerne nochmal gezeigt, ne? Auch wie Layla den Teasy vermöbelt hat, wird natürlich alles reingenommen und wird als Highlight genommen, damit die Leute einschalten, weil es gibt auf die Fresse. So, und so jemand wie er, der finde ich sehr oft grenzwertig unterwegs ist, weil das für mich in Richtung Mobbing geht, wenn es nicht sogar Mobbing ist, ja, der wird gebucht wie nichts Gutes. Ich glaube, die haben sich wahrscheinlich live noch, also nie getroffen. Die haben sich bestimmt irgendwo mal auf dem Kaffee gesehen, in der Show gesehen und haben es darüber hinaus nie geschafft, sich dann persönlich zu treffen. Und dann so, oh mein Gott, das ist gleich die Show, ja! Und dann geht der Alltag los in Köln und dann sind sie so, oh Schatz, keine Zeit, sorry, nee, heute muss ich drehen, oh nee, sorry, ja, wir sehen uns im nächsten Format. Ist nur eine Vermutung, we don't know. We don't know, es ist auf jeden Fall super affektiert, ich bitte euch. Wie heißt dieses Format, wo man die verschollenen Eltern oder so wieder entdeckt mit Vera? Haptischem Format, ist es deine Tochter oder so? Habt ihr lange nicht verschollen gewesen oder? Das ist aufgeregt, ja. So, du zitterst voll. Tanja und ich sind schon länger befreundet und ich finde sie einfach nur mega. Es ist eine Traumfrau, eine rassige, schöne Frau. Und ich konnte meine Emotionen einfach nicht im Griff haben. Deswegen sind auch so ein paar Tränchen gekullert. Ihr müsst ja richtig gut befreundet sein und bestimmt seht ihr euch auch richtig oft, ne? Das spielt ja auf das Konto ein. Also jetzt mal im Ernst, wenn ich meine richtig gute Freundin sehe bei der Begrüßung, direkt am ersten Tag, wo ich noch gar nicht isoliert war von der Welt und so, ne? Dann raste ich ja nicht so aus. Also, wie lange habt ihr euch denn nicht gesehen? 10 Jahre?
So, jetzt gibt's ja mal ein bisschen Alkohol, solange wir noch zu dritt sind. Ich habe noch keins getrunken mit Ben. Ich war mir nicht sicher. Ich trinke eh nicht. Ah, du trinkst keinen Alkohol? Nee. Gibt's einen Grund? Ich bin leider nur zum massiven Kettenraucher hier geworden. Und hat das einen Grund, warum du keinen Alkohol trinkst? Weil ich in meinem Leben für 3 Alkohol getrunken habe oder für 4 oder 5. Ich habe selber ein Problem mit Alkohol. Ich könnte hier ganz kontrolliert meine 2-3 Bier am Abend trinken. Es würde aber wahnsinnig viel Selbstkontrolle erfordern, der ich gleich aus dem Weg gehe. Indem ich gar nichts trinke. Oh, das finde ich aber super. Und kann sie bitte aufhören, so viel nachzufragen? Schatz? Also, ja. Ja, gut. Also, sie will es halt ganz genau wissen, weil sie fragt jetzt nochmal eine Runde nach. Was passiert ganz genau, wenn du jetzt ein Glas mit mir trinkst? Was genau passiert dann? Du trinkst. Bist du horny? Nee, ich trinke wirklich nicht. Ehrlich? Finde ich gut. Er hat es charmant gelöst. Ich trinke einfach nicht. Ich könnte ja bitte mich in Ruhe lassen. Dankeschön. Danke, danke. Ich bin Noah. Ich bin 22 und komme aus Köln. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von Barbara Salisch. Da war ich beim Publikum. Die anderen kennen mich wahrscheinlich von TikTok. Den finde ich süß. Den finde ich richtig süß. Die süße Maus. War bei Barbara Salisch im Publikum und wurde dann TikToker. Geil. Er ist mal hingefallen, so ganz Hollywood-mäßig. Jetzt hat er sich fallen lassen. Das war bestimmt einstudiert, ne? Bestimmt, kleine Rampensau. Ich bin die Elsa, bin 19 Jahre alt. Mich nennt man Soba, Zündschnur, Ghetto-Braut, asozial. Beruflich mache ich nichts außer Reality-Shows, wo er mich kennt aus Germany's Next Topmodel und aus Fosters Rampensau Germany. Ich habe das gerade das Sagen hier. Einfach weiterreden. Okay, hältst du jetzt deinen Mund? Die Maus hat sich auch irgendwie etabliert, ne? Aber ist gut selbst eingeschätzt, ne? Also, wie nimmt man mich wahr? Asozial, Ghetto-Braut und ja und ja. Und wo war sie noch? Sie war bei Gina Lisas Liebesshow, war sie auch dabei. Als die beste Freundin, ne? Jetzt ist sie hier auch dabei. Krass. Einfach einmal mitgemacht bei Germany's Next Topmodel. Richtig asozial benommen. Und was hast du daraus? Ganz viele Show-Einladungen. Es ist so einfach, ne? Und wenn du aber die politisch korrekte Maus bist, die immer so zu allen nett ist und immer auf die Gefühle achtet und so weiter, dann kannst du zu Hause bleiben. Weißt du Bescheid, ne? Aber das macht dir nichts. Ohne Hater bist du ja nichts im Endeffekt. Und ohne Neid bist du auch nichts. Hi! Alter Schatz, was? Komm an unsere Brust. Hallo Elsa. Hallo. Kevin, hi. Freut mich. Und dann auch eine Hübsche. Sie hat mich sehr herzlich aufgenommen. Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, die bleiben so real. Ansonsten muss ich mein albanisches Temperament voll wieder nutzen und das mal denen also zeigen, ne, mit wem sie es überhaupt zu tun haben. Der sieht aus wie Mr. T. Ich bin Kenofight, 42 Jahre alt. Der andere Name kennt mich oder der Schwatten aus Späßjung. Macht euch alle bereit, denn es ist Theresias Sendezeit. Man kennt mich von Germany's Next Topmodel. Meine erste Beinverlängerung war in den Oberschenkeln. Da wurden 8,5 cm verlängert. Und dann war halt die Unterschenkelverlängerung von 5,5 cm. Ich würde es heute nie wieder machen. Leute, ich bin so schockiert. Wirklich immer wieder. Ich kann das nur sagen, jedes Mal. Ich bin ja kein OP-Neuling, ne? Also ich habe ja schon einiges machen lassen, aber Beinverlängerung finde ich super gruselig. Die hat an den Oberschenkeln 8,5 cm dazu bekommen und an den Beinen 5,5 oder so. Das heißt, die hat 13 cm Körpergröße gewonnen durch OPs. Und das bedeutet, du schneidest diesen Oberschenkelknochen durch. Leute, bleh! Da kommt mir alles hoch. Da kommt mir wirklich alles hoch. Du zersägst einen gesunden Oberschenkel, verlängerst den irgendwie durch Platten. Alle Sehnen und alles, alle Gefäße, die da laufen, werden einfach gestretched. Ich könnte kotzen. Ich könnte hier auf den Tisch kotzen, wenn ich mir diesen Eingriff einfach vorstelle. Oh, oh, oh. Du Amazon, du bist ja gigantisch. Oh Gott. Ich muss ja mal meine Schuhe anziehen. Ne? Wie groß bist du? Ja noch größer. Warte mal, 1,84. Ey, die ist echt groß. Also, ich komme das ab und zu klein vor. Okay, wow. Ernsthaft, ne? Boah, krass, scheiße. Das ist lang. Und vor allem, man sieht ja so die ganzen Vernarbungen auch, ne? So dieses Gedellte und so. Boah, ich würde das
Ich sehe das auch bei mir, ne? Also mein Bein zum Beispiel ist ja, mein Knie ist ja gebrochen. Ich zeige euch das mal. Und, also heute tut mein Knie auch richtig, richtig doll weh. Und ich glaube, ihr seht auch, könnt ihr sehen, dass dieses Bein einfach viel, viel dicker ist. Das ist nie wieder richtig dünn geworden. Deswegen, ich würde niemals, schaut mal, hier alles auf gewesen und hier. Und das tut jeden Tag weh. Also ich würde niemals, heute kann ich es auch nicht beugen. Ich würde niemals mir die Beine brechen lassen. Das wäre so, oh mein Gott. Wirklich, ihr merkt so, wie ich darauf reagiere gerade, weil ich halt jeden Tag Knieschmerzen habe. Ich würde es niemals machen. Aber gut, es ist ja, ne, ihre Entscheidung und so. Und es ist, sieht so überproportional einfach aus. Oder proportional lang, so. Sagen wir es mal so. Genau. Aber sie sagt ja selber auch, sie würde es niemals wieder machen. Okay, ich rede nicht mehr über diese Beine, okay? Ich hab's jetzt akzeptiert. Sag mal, wie groß bist du denn? Groß. 1,84, jetzt gerade 1,99. Wow. Ja, du hast ja richtig Nackenmuskulatur bekommen. Wie kam das denn? Keine Ahnung. Das Oder wir reden halt einfach auf Augenhöhe. du könntest ja ein längeres Bett bestellen übrigens. Ja, eigentlich. Ist das, nee, Leute, sagt jetzt nicht, dass es ein Kurzbett ist. Oh, das sind ja Kinderbetten, so für Säuglinge. Oh, ja. Oh. Für dich zu schmal? Zu kurz? Dann macht euch doch ein Doppelbett. Saubere Beschleunigung, die stellt's. Valencia! Hi, guys! Ich kann ja nichts sehen oder meine Kontaktlinsen. Aber auf einmal habe ich so einen abgemagerten Jungen gesehen. Und das ist nur Kevin, weil wer hat eine dünnere Figur als ich? Das ist Kevin Schäfer. Nein, du hast das. Komm ja, du kannst dich. Leute, also in dieser Staffel wird das Thema Bodyshaming wieder ganz neu aufgerollt. Der Kommentator hat gerade gesagt zu dem Model mit den verlängerten Beinen, die Stelze hat eine ganz gute Beschleunigung, weil sie anfing zu laufen. Hier wird jetzt über die Figur von Kevin gesprochen. Also genau, dann hieß es auch gerade, dass das Bett für den Ostfriesen zu schmal sei, für das Model zu kurz sei und es wird herrlich darüber gelacht. Passt jetzt eigentlich nicht so ins heutige Zeitalter, ne? Weil mittlerweile, ja, sind einige Sachen einfach nicht mehr in Ordnung, ne? Ne? Ich habe bei hier prominent getrennt gesagt, die eine Post mit so Augen zu und mir wurde Bodyshaming unterstellt. Und ich muss auch sagen, ich habe ja auch den Film geguckt, Chantal im Märchenschloss oder irgendwie sowas, Märchenland. Und das ist ja die Fortführung quasi von Fuck You Goethe, ne, so ein Spin-off nennt sich das. Und da war auch die ein oder andere Äußerung, der ein oder andere Witz quasi, wo ich so dachte, ah ja, okay, krass, das passt eigentlich gar nicht mehr ins heutige Zeitalter, weil du kannst relativ schnell gecancelt werden für den einen oder anderen Spruch. Das ist einfach nur eine Beobachtung von meiner Seite. Was sagt ihr dazu? Früher, wo ich schwul war, habe ich ihn gehasst, weil Valencia sehr neidisch auf meine Figur war. Sie musste sich halt immer irgendwas absaugen lassen, optimieren lassen. Und ich bin halt einfach von Natur aus so schlank. Kennen wir uns? Ja, klar, ich bin Valencia. Entschuldigung, weil wir kennen uns, ja. Sie tut jetzt so auf desolat, ich habe dich nicht erkannt. Also so viel Schönheits-OPs habe ich jetzt auch nicht. Und sie hat da auf dumm getan. Ich habe ein neues Face. Ha, guys. Waren das echte Brüste? Leute, waren das echte Brüste? So operierte oder war das so ein... Ich konnte gerade gar nicht gucken, warte mal. Weil dann muss ich einmal zurückgehen. Das ist doch so ein Umhängeding, oder? Warte mal. Das ist echt... Das ist operiert, ne? Krass. Wie hat man das denn hinbekommen? Also so, weil die so, ich sag mal so, beieinander sind. Ohne, dass sie quasi gequetscht werden. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin gerade nur ein bisschen überrascht, aber ja, okay. Ja. Hi, meine Lieben, ich bin Valencia Stör, so wie gestört, das passt ja. In meiner Bauchbinde steht selbstverständlich nicht mein wahres Alter. Ich möchte da gern, dass da auf 29 gezogen draufsteht, weil mein Schönheitschirurg sagte, ich würde jetzt wie 29 ausschauen. Ich bin ja der Meinung, ich schaue aus wie 24. Aber ich mag den Humor. Ich liebe das, wenn Leute sich selber auf die Schippe nehmen können, wenn die einfach so
ja, über sich lachen können, wisst ihr, und sich nicht allzu ernst nehmen. In meinem Gesicht wurde die Stirn abgeraspelt, Jochbein abgeraspelt, die Nase dreimal gebrochen und kleiner gemacht. Dann wurde ein Cat-Eye-Lifting gemacht. Dann habe ich Silikonimplantate in den Wangen. Dann habe ich einen Facelift machen lassen. Ein bisschen Botox und ein klein wenig Filler. In den Lippen habe ich Implantate. Und das hat sie geschafft, ohne zwischendurch zu atmen. Also sie hat jetzt quasi so eine Einkaufsliste für eine Geburtstagsparty für 100 Leute aufgezählt, so, und hat dabei nicht ein einziges Mal geatmet, Leute. Das ist ein Talent. Also da wurde viel verarbeitet, würde ich sagen. Also ganz normal Düsseldorf. Ganz normal Düsseldorf. Okay, ja, das ist da halt so, ne? Anderes Bundesland, andere Stadt, andere Mentalität, ja. Ich dachte am Anfang, ich bin transsexuell, aber jetzt im Laufe der Jahre habe ich einfach gemerkt, dass ich mein Aussehen an mein Verhalten angepasst habe. So bin ich ein besonderes Individuum. Mein Schwanz würde ich niemals abschneiden und kann die gewissen Nischen abdecken. Das ist lukrativ. Ich würde auch gerne meine eigene Million machen, aber leider fehlt mir das nötige Talent. Von daher ist meine Option ein Mann. Hi guys, wie ihr wisst, bin ich jetzt das dritte Mal geschieden und suche jemanden neuen, der mit mir gerne Luxury Things macht. Ich suche jemanden, der gerne mit mir Luxury-Things macht. Es ist einfach köstlich. Und dann sagt sie, ich hätte auch gerne meine eigene Million, aber mir fehlt das Talent dazu. Ja, gut, einsichtig und reflektiert ist sie auf jeden Fall. Du musst Multimillionär sein, weil ich hatte ja schon 3 Millionäre. Ich mach dich vom Multimillionär zum Millionär, das schwöre ich dir. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Geil, oh Mann. So ein Goldstück, ne? Wirklich. So, und ne, da kann man wieder nicht sagen, ja, guck mal, eine andere Person, die sowas sagen würde, da würde man wahrscheinlich sagen, oh Gott, ey, nee. Aber die ist einfach ein Goldstück irgendwie. So wirkt die auf mich. Wo hast du die denn her? Die habe ich bei Hermes kaufen lassen, mir von so einem Typen. Du willst nicht wissen, was ich dafür gemacht habe. Die habe ich mir kaufen lassen von so einem Typen bei Hermes. Du willst nicht wissen, was ich dafür gemacht habe. Ich irre, das ist so mein Humor, Leute. Die liebe ich. Oh Mann, die Maus, die will ich unbedingt kennenlernen. Mit der will ich ein Interview führen. Es ist beschlossene Sache. Girl, bitte komm auf mich zu. Mir kommt es an sich so vor, wie wenn sich hier eine Art Club trifft, die sich mit Dingen beschäftigt. Also ja, ich sag jetzt mal, wie ein eingetragener Verein, der sich mit der Erhaltung von irgendeiner seltenen Froschart beschäftigt. Und ich höre dazu und habe halt keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wovon die reden. Schatz, bist du sicher, dass du das nüchtern aushalten möchtest und kannst? Wo bist du da gelandet? Er scheint mir da so gar nicht reinzupassen. Du hast da gar nichts verloren, Mäuschen. Du kommst da so verstört raus, das ist dir hoffentlich bewusst. Hast du auch einen Facelift gehabt, Schatz? Auch. Wusste ich's doch, du bist ein anderer Mensch. Guck mal, da brauchst du nicht zu fragen, hast du das auch gehabt? Sie hat einfach alles gehabt, was es gibt. Beim Beauty Dog. Kennt ihr das, wenn ihr so die Homepage aufmacht? Vielleicht auch nicht. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Und dann kannst du gucken, was es alles gibt. Das ist alphabetisch sortiert oder nach Rubrik, Zimmer, wollte ich gerade sagen. Bei Ikea sind es die Zimmer. Da ist es Gesicht, keine Ahnung, Körper. Die hat alles davon machen lassen. Die hat so eine Flatrate wahrscheinlich. Und dann kriegt die da alles. Haben alles operieren lassen. Auch seit der Sag ich doch. Einfach alles einmal. Tutto completi. Warum gibt's denn gar keinen Wodka? Ich möchte eine Skinny Bitch. Du trinkst jetzt erstmal lieber ein Sektchen, Schatz, oder ein Champagner. Ja, das ist ja... Ja, dann mach ihn doch mal auf, bitte. Jetzt mach dich doch mal nützlich. Ich hab deine Tasche schon hier hochgetragen. Auf alte Freundschaft, du alte Schlampe. Die nennen sich auch gegenseitig und haben schon so einen vulgären Slang. Leute, ich muss sagen, ich mag es auch. Ich mag es auch irgendwie so ein bisschen, dass das hier ein bisschen lockerer ist. Also... Es ist einfach nicht so politisch korrekt und es ist auch vollkommen in Ordnung. Die nennen sich einfach, wie sie sich halt nennen. Na guck mal, ich traue mich gar nicht, das zu reproduzieren. Ja, weil dann kriege ich wieder Ärger in den Kommentaren. Ich lasse es jetzt. Aber ihr wisst, wie die sich nennen, ne? Hier schläft Theresia. Hier schläft Ben Tewak, der Sohn von Uschi Glas. Ich weiß. Hier wir haben schon auf Instagram Kontakte gehabt. Ben kann sie alle haben. Ja, ich hab den mal angeschaut, ich fand den geil. Der ist ja schon sehr heiß. Also ganz ehrlich, für seinen desolaten Lebensstil schaut er noch gut aus für seine 45. Die ist so geil. Oh mein Gott, Leute, hier wird richtig rausgehauen. Hier wird heute echt richtig rausgehauen. Ich sag es euch, das gibt's ja nicht. Warte kurz, macht ihr auch so eine Musik mit so diese Kämpfermusik? Ein Mann kämpft gegen den Bauchspeck. Nee, warte.
Du bist der Gewinner. Ich bin der Gewinner. Und ganz wichtig, wenn dir einer im Weg steht, dann räumst du den weg. Wie das Wasser am Sand. Was denn? Scheiße? Ja, mach nochmal. Jetzt? Wo sind wir? Wir sind in Thailand. Und was bedeutet Thailand? Wir geben Vollgas. 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 Machen wir. Aber was man an dieser Sequenz halt merkt, ist, also einmal, dass er in einem neuen Licht erscheint, wenn man das so sagen kann, und dass er halt eine Rolle spielt, Leute. Oder nicht? So, das, man sieht die ganze Vorbereitung, man sieht, dass er einen Spruch kloppen will. Da sehe ich halt auch eine leichte Parallele zur Emmy, ne? Ich liefere jetzt mal ab. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin der Maurice. Philipp Schwack. Ich komme aus Oberhausen. Armer Löwe. Was passiert? Lass ihn mal, er badet gerade. Ihm das, was ihm zusteht. So wie der mit der Ricarda umgegangen ist, sag ich dann schon. Geil. Nö, mit dem rede ich nicht. So wie der mit der Ricarda umgegangen ist, geht gar nicht. Ja, das ist Frauenpower, ne? Unser Aquaman. Boah, aber er hat wirklich schlechtes Karma. Könnt ihr das einmal bitte sehen, Leute? Ricarda lacht sich bestimmt ins Fäustchen. Geil. Ach, Maurice, mein Schatz. Ja, das ist so ganz komisch. Also, ich kann dem Maurice leider auch nicht böse sein. Geht einfach nicht. Ich fühle mich einfach viel zu sehr hingezogen zu dem. Das nennt es, wie ihr wollt. Was auch immer für ein Syndrom das ist. Ich kann es nicht. Während es mir viel leichter fällt beim Alex, kann ich es beim Maurice einfach nicht. Könnt ihr das verstehen oder nicht? Sorry, Maurice. Scheiße. Alter, ja, ich würde sagen, safety first, ne? Safety first dort am Set, oder? Also man muss halt aufpassen, dass das Boot ihn nicht von hinten irgendwie kaputt schlägt. Naja. Hi, ich bin Valencia. Hallo. Oh nein, bist du verletzt? Nee, Gott sei Dank nicht. Sie so, bist du verletzt? Also nö, sie so, oh schade. Okay, ja, weiter am Text. Schön, dass du da bist. Vielleicht fällt ja noch ein Baum auf dir um. Und was machst du? Ich bin am Studieren tatsächlich. Okay. Ich studiere Industrielle. Nee. Was ist denn heute los mit ihm? Also irgendwie landet bei ihm kein einziger Satz. Und die sind halt so, dass sie sagen, wir blenden das noch alles ein. Wir zeigen jeden einzelnen Versprecher. Der ist aufgeregt, der Junge, ne? Der ist, glaube ich, richtig aufgeregt. Kann das sein? In EDM abgekürzt. Schatz, wie lange warst du denn schon bei keiner Vorlesung mehr? Bist du da, kannst du noch mal kurz checken, könnt ihr ihm kurz das Handy geben, ob du überhaupt noch immatrikuliert bist? Oder was ist da los? Und war immer ein Traum von dir hier? So, ja, ne? Hier schon, ja klar. Ja, ne? Und deins? Wie lange ist das Sommerhaus denn her, Maurice? Das Sommerhaus ist noch nicht lange. Ja, von dir hat man nicht so Gutes gehört, ne? Oder gesehen. Du warst ja nicht besonders nett. Habt ihr ja eigentlich direkt was gemeinsam, oder? Wie soll ich das jetzt hier beschreiben? Das scheint irgendwie so euer Geheimrezept zu sein, ein Erfolgsgeheimnis, oder? Wie groß bist du denn mit den Dingern? 1,99. Ehrlich? Mit den Schuhen. Zeig mal. Komm her, bitte. Wo muss ich fühlen? Du musst... Warte, ich komm rüber. Kommst du? Ja, genau. Ich komm rüber. Also... Wo fühlt man die? Guck mal, das ist diese Narbe. Unten. Die zweite Narbe. Ja, hier. Ja, fast da drüber. Ehrlich? Ja, ja. Ach du Scheiße. Aber warum hast du das gemacht? Das gab es einen bestimmten Hintergrund. Erzählst du gerne? Ich erzähl's nicht jetzt. Sie hat einfach schon mal geteasert, ne? Also es ist wirklich ein Thema, da redet sie gar nicht gerne drüber. Deswegen durften sie alle auch anfassen, als wenn sie in einem Museums... Skulptur wäre, fass mal die Schrauben an. Das ist so ihr Aushängeschild. Sie ist, das ist so, weiß ich nicht, als wenn das ihr Nachname wäre und dann aber war nur ein Appetizer. Das ist eine sehr intime Story und ich finde es auch ziemlich unverschämt, dass du jetzt Nachfragen stellst. Deswegen, wir reden ein anderes Mal drüber, ja? Hallo? Hallo, 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 hallo. Hallöchen. Theresa, guck mal, da ist was für euch. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Ach Gott, oh, ich lese ja so gerne. Oh nein, ich lese ja so gerne. Oh, darf ich den vorlesen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der goldene Umschlag, ich darf ihn vorlesen. Wir glauben, du schaffst das. Dankeschön, das mache ich. Sie ist auch super gechillt, ne? Ich finde, sie ist auch so schön
unaufgedreht. Ja, also, ja, aber vielleicht freut sie sich wirklich, Leute. Das ist so ein Moment, wo man jetzt sagen würde, die ist voll affektiert, ne? Aber vielleicht freut sie sich einfach wirklich über jede Kleinigkeit. Ganz, ganz doll. Ja? Kino hat auch super. Ja, ich wäre auch für Kino. Wer ist für Kino? Wer ist für Kino? Ich bin für Kino. Lieber Reality Star, herzlichen Glückwunsch. Die goldene Extrawurst gehört dir. Oh. Danke. Mit der Extrawurst erhältst du einen Sendezeit-Sonderstatus und bist in dieser Sendung safe. Doch dafür musst du bis zum Ende der Sendung die goldene Extrawurst zu jeder Zeit mit dir tragen. Also, ja, hat er halt Glück gehabt, ne? Die konnten entscheiden, wer diese Wurst bekommt. Die wussten aber nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Und ja, Keno hat die genommen und hat jetzt einen Schutz. Aber dafür musst du die Wurst tragen. Also ich würde sagen, das ist ein guter Deal, oder? Aber scheiße hier, ja, wirklich. Ist es nass geworden? Alles, ja. Na, ich fick doch mein Leben, wirklich. Ist alles nass? Guck mal. Kannst nichts mit anfangen. Auch die Schuhe, ich weiß nicht, ob ich die noch mal benutzen kann. Ich habe keine Ahnung. Er schleppt die Kiste in die Starbox. Hier drin wird dein Zeug nicht trocken. Häng's auf einer Leine auf. Ich muss irgendeine Leistung haben, die mich zufriedenstellt. Ja. Das geht ja nicht. Ja. Den neuen Koffer, wie ihr wollt. Neue Sachen, ich weiß nicht. Lasst euch halt einfallen. Oder auch, lasst mich im Finale den Sieg holen, dann bin ich zufrieden. Dann hat es sich gelohnt. Wenn nicht, dann war es echt für den Arsch, dann brauche ich einen Businessflug. Nee, aber soll ich das jetzt wieder mitnehmen? Ja, sonst kommt er in Müll. Hopp, hopp. Ja, aber ne. Wir bedanken uns für das gute Gespräch. Und viel Glück mit deiner Müffelwäsche. Aber Leute, guck mal, wie soll man den denn hassen? Man kann, geht doch nicht. Der hat Ricarda wirklich unter aller Sau behandelt. Das war psychische Gewalt. Ja, das steht. Das ist ohne Wenn und Aber. Also ja doch, anscheinend ja schon. Ne? Aber es ist ohne indiskutabel. Es ist einfach so. Und trotzdem, ich kann den nicht hassen. Ich kann, also, nee. Da denke ich mir so, weiß ich nicht, Knuffel, ne? Irgendwie so ein Schnuffel. So, da versucht er da so einen Businessflug zu verhandeln und ja, so ein Süßer. Was ist denn das für eine unfreundliche Kuh? Die winkt ja noch nicht mal. Ja, Bruder, ist Cecilia. Die ist auch nicht gut, auf mich zu sprechen, glaube ich. Weil du musst dir vorstellen, wir waren ja, in der Dating-Show. Ich habe mich für eine andere entschieden. Du weißt, Frau den Nachtrag. Ich bin Cecilia, ich bin 27 Jahre alt und bin Reality-Star. Und dann trifft man auf einzigartige Menschen. Und das war dann der Maurice. Oh, das habe ich ja voll vergessen. Dass die quasi was miteinander hatten. Ach du Scheiße, stimmt. Und dann mit Ricarda und so, dieses Dreieck. Wow. Oh, voll vergessen. Okay, sie ist auch heftig unterwegs, ne? Überall dabei, ey. Hi. Guck mal, da werde ich mit Riesenschritten schon empfangen. Ehrlich, voll, wirklich, ja. Wirklich, jetzt geil. Schön, dass du da bist. Das ist doch mal eine schöne Begrüßung, oder? Also trotz allem, was war, einfach eine herzliche Umarmung. Schön, dass du da bist, oder? Das ist doch süß, oder nicht? Also, ich mag das. Von beiden. Cecil, ja, es ist nur noch bettenfrei in meiner Nähe. Maurice, bist du schon in deinem Film wieder? Die fand mich richtig gut. Ich glaube, Ricarda dreht sich jetzt um. Also nee, das ist ein falscher Spruch, ne? Das sagt man, glaube ich, bei Toten, ne? Aber die Ricarda wird jetzt wahrscheinlich richtig sauer zu Hause. Weil Cecilia war ja schon ein Wunderpunkt. Und jetzt haben die hier nochmal eine Chance, oder was? Das ist Kelvin. Ich bin Kelvin, ich bin 31 Jahre alt. Der erste Eindruck zählt uns. Fetten raus. Die neuen Ankömmlinge haben die Macht, um jemanden rauszuschmeißen. Weißt du, wen du willst? Keine Ahnung. Ey, krass. Die beiden sind jetzt schon die Neuankömmlinge. Das war natürlich auch nett, ne? Dass die direkt einmal schon die Power haben und nicht rausfliegen können. Ja. Die beiden wollte man auf jeden Fall nicht draußen sehen direkt. Das ist schon, finde ich, krass. Meine Mutter hat einen Koffer gepackt oder so, weißt du? Echt? Seine Mutter hat seinen Koffer gepackt. Ehrlich jetzt? Wirklich? Oh, nee. Das geht nicht. Das hat sie nicht gemacht. Hat die wirklich seinen Koffer gepackt? Ich glaube es nicht. Entfernt die dann auch so seine Wichssocken, wo er dann reinwichst, oder seine Wichstücher oder wo auch immer? Macht sie das auch noch weg, oder was? Och, ne, Maurice. Du bist doch so ein großer, kräftiger Mann. Komm schon. Kannst auch deinen Koffer alleine packen. Ach, deswegen hatte der auch so Angst, den Koffer der Produktion zu geben, als alles nass war, weil er meinte, die kriegen das doch alle nicht so hin, das so zu packen. Weil nur Mama die Kunst des Faltens beherrscht. Wow. Ja.
Hilf mir vorlesen! Ich lese sie vor, weil, oder kannst du gut lesen? Ja, du hast studiert, ne? Ja, was denkst du jetzt? Ja, was studierst du so herrlich? Industrielles Dienstleistungsmanagement tatsächlich, wow, an der Stelle. Ich werde irgendwann mal in dem Finanzwesen tätig sein. Und wann warst du das letzte Mal in der Uni? Das war auch meine Frage. Ich weiß gar nicht, ob er so aus dem FF wüsste, in welche Bahn er einsteigen muss, um zur Uni zu kommen. So wirkt er mir. Der nimmt das so als Alibi. Kennt ihr diese Menschen, die einfach das als Alibi nehmen, bis sie 40 sind, dass sie studieren? Wer ist die größte Lachnummer und liefert am wenigsten Substanz? Das ist ja wirklich traurig, wenn man für sowas nominiert wird, Maurice. Nee, also ich glaube, Platz 1 ist hier der Maurice. Und Platz 2 ist die Süße, sie. Die müssen jetzt halt, ihr kennt ja diese Spiele, ne, wo die quasi erraten müssen, welche Reihenfolge die RTL 2 Zuschauer getippt haben, ne? Und diese Kategorie ist nun wirklich nicht schmeichelnd. Ja, aber warum bin ich hier lachen? Ich weiß nicht, was Maurice für einen Spiegel zu Hause stehen hat. Ich glaube, der hat einfach so eine Tapete da drüber geklebt, über seinen Spiegel, weil der hat ein komplett verzerrtes Bild von sich selbst. Ja, Maurice, du lieferst ja auch ab. Nur da kommt viel Scheiße raus. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch gut. Ist halt inhaltslos. Aber danke für viel. Vielen Dank. Es ist inhaltslos. Ja, es ist inhaltslos. Danke. Glückwunsch für die größte Lachnummer ohne Substanz. Aber er nimmt das mit Humor, oder? Das macht, also ich finde es so geil. Ich mag das. Guck mal, wie der das nimmt. Der nimmt das wirklich mit Würde und mit Humor. Das ist der Grund, warum ich den mag. Ja. Der meint das auch nicht alles ernst, Leute. Er ist eigentlich zu schlau, um Reality-Star zu sein. Geht das? Du kannst zu schlau sein, um Reality-Star zu sein. So, zum Beispiel ich bin zu... Wer wäre eine gute Bundeskanzlerin oder ein guter Bundeskanzler? Ich als Bundeskanzlerin, und dann würde die Welt schon untergehen. Digga, wenn meine Oma wählen müsste, die würde auf jeden Fall den Ben wählen. Ich glaube auch Ben. Guck dir Ben an und Scholz. Entschuldigung, was ist das für eine Umfrage? Das ist unseriös. Mein Gott, Deutschland. Thank you so much. Du kannst meine Außenministerin werden. Im Oral Office. Ihr müsst nun stets gemeinsam auf die Toilette gehen. Dabei müsst ihr ein Mindestalter erreichen, um überhaupt Zutritt zu erhalten. Deswegen müsst ihr stets 5-mal euer Durchschnittsalter, also 155 Jahre, erreichen, wenn ihr zur Toilette wollt. Kay und ich kommen auf 89 Jahre. Das heißt, wir sind praktisch wie so eine Art Joker. Da braucht man eigentlich dann nur noch 2 andere Personen. Warum hatte ich denn ein Fragezeichen da drauf? Ich bin zwischen 30 und 40. 30 und 39. Valencia hat sich ohne Witz vertraglich garantieren lassen, dass ihr wahres Alter niemals genannt wird. Schau ich aus wie eine 41-jährige verbrauchte Hausfrau? 41 jetzt nicht verbrauchen. Nee, ich geh ins Pool. Du kannst nicht im Pool pinkeln. Ich bin 19, ich darf das. Moin. Ich rechne jetzt einmal durch. Die Regeln sind die Regeln. Machst du nix. Oh mein Gott, hallo, hallo. Das ist der Klomann, Leute. Sexy Hexy. Ja, die dürfen jetzt nur mit einem Gesamtalter von 145, glaube ich, auf Toilette gehen. Das bedeutet, die müssten in der Gruppe mindestens 145 Jahre alt sein und erst dann wird denen der Zugang zur Toilette von Dominik gewährt. Wow. Meinst du, die Klofrau ist schwul? Ja, natürlich. Nein. Offensichtlich. Ich habe mich jetzt extra für ihn hübsch gemacht. Also, wo ist er? Der hat doch gesagt, dass er eine Freundin hat. Ach, für den Typen? Ja, ich schnapp ihn mir jetzt. Dominik, ich habe mich für dich extra umgezogen. Ist Calvin Klein deine Marke? Mit Calvin Klein ist nicht meine Marke. Okay. Ja, Calvin Klein kommt von ihm. Aber er heißt ja wirklich Calvin Kleinen, ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr krasser Zufall, oder? Welcher Reality-Star ist eine wahre Größe und wer ist ein No-Name? Nein, auf gar keinen Fall Maurice auf zweiten. Ich bin vor Maurice, ist mir scheißegal. Auf gar keinen Fall. Nie im Leben bist du vor mir. Schau mal, Mutter, nie im Leben. Mich kennt man mehr. Ey, selbst wenn ich Zehnte bin, ich bin vor dir. Mit deiner einen Show, wo Valentina dir geholfen hat, nicht aus eigener Kraft, hast du es niemals geschafft. Ohne Ricarda wärst du niemals da gelandet. Ohne Ricarda wirst du niemals landen. Liebe Grüße an Ricarda. Ich liebe dich, Baby. Ja. Sie war auch das Brain aus der Beziehung. Ich meine, Maurice war wirklich so gesehen einfach nur ihr Handtäschchen, was sie mit in das Sommerhaus gebracht hat. Naja, also die waren schon eine perfekte Symbiose, muss man schon sagen. Die miteinander haben es halt einfach
quasi zur Sendezeit geschafft. Die sind da als Paar reingegangen und. Ja, Maurice mit Cecilia, ja. Bitte. Mit Cecilia tauschen. Maurice mit Cecilia tauschen. Nie im Leben, bei Gott nicht im Leben. Maurice sehe ich an zweiter Stelle, Kelvin sehe ich an erster Stelle. Euch allen anderen kenne ich euch nicht. Weil denkst du eigentlich, wer du bist, denkst du, kommst aus der Straße und redest aber so nach oben oder was? Ich kenne dich doch gar nicht. Ja, das weißt du nicht. Lady. Ich weiß nicht, wer ich bin. Oh, weißt du, merkst du meinen Namen? Nein, merkst du meinen Namen, Elsa, und dann wirst du sehen, wer ich bin. Elsa, schön dich kennenzulernen. Elsa, ein Wunderland oder was? Das ist gut gecastet. Das ist gut gecastet. Die gehen nämlich beide richtig auf 180. Wir lieben das, oder? Wir lieben das, ja. Applaus für Cecilia. Hat er natürlich seine Bestätigung bekommen. Es hat ihn natürlich gefreut. Das war natürlich ein Zwiebeln bei mir, weil ich wusste, er wird mich jetzt damit aufziehen. Ich wusste das. Ein wunderschönes Gefühl, vor Cecilia zu stehen. Ich laufe jetzt so mit breiter Brust davor. Ich laufe jetzt nur davor, weißt du. Der deutsche Knoxville. Ben Tewak Superstar. Platz 2 geht somit an einen echten Partylöwen. Kelvin! Die hat ein anderes Niveau als ich, diese Ghetto-Sprache, diese Straßenstraße. Ja, aber dann lass dich doch jetzt nicht drauf ein. Das Problem ist aber, wenn ich mit so einer Person meistens diskutiere, fange ich auch umzuschwingen in diese Ghetto-Sprache. Deswegen bitte nicht zu viel mit der sprechen, sonst rede ich bald auch noch, ich weiß, wer du bist. Ich wollte das gerade sagen, also so dolle, ich wollte jetzt nicht sagen, hebst du dich ab, also nichts gegen Ghetto-Sprache. Ich meine, die gibt es halt und das ist so und aber du, ich finde, ihr unterscheidet euch gar nicht so von eurer Art, um es jetzt mal so auszudrücken. Cecilia, ich glaube, die wird heute nicht so schön träumen. Ich glaube, die wird heute immer mein Bild im Kopf haben, wie der Maurice auf die 5 ist und die Cecilia auf die 6. Ich hätte mich sogar noch ein bisschen weiter vorne gesehen, nämlich auf die 1. Doch bevor ein Reality-Star aus dem Unterhaltungsprogramm gestrichen wird, haben die Saarland-Berühmtheiten noch die Chance, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ihre TV-Karriere zu sichern. Im anstehenden Safety-Spiel muss die prominente Unterhaltungsfraktion alles geben, um auf Sendung zu bleiben. Denn wer Safety gewinnt, ist vor der Rauswahl geschützt und ist sicher in der nächsten Folge dabei. Jawohl. Ja, leck mich doch am Arsch, wirklich. Ich bin schon so berühmt. Ja, ich bin so berühmt. Ich werde überall von jedem erkannt. Durch Sagen, durch Sprechen merke ich mir das dann. Und übrigens mache ich Werbung für Hämorrhoidencreme. Okay, Maurice, komm. Ich werde überall von jedem erkannt. Und übrigens mache ich Werbung für Hämorrhoidencreme. Welcher Song beschreibt dich als Reality-Star? Hier, hör zu, ganz einfach. Ich bin sehr bekannt. Ich bin sehr bekannt. Nee, ich werde überall erkannt. Ich hab's verinnerlicht. Eine Sekunde später hat's komplett vergessen, ne? Ich bin so? Ich bin so bekannt. Ich bin so bekannt. So bekannt und werde überall erkannt. Ich bin so bekannt und werde überall erkannt. Sehr gut. Und übrigens mache ich Werbung für Hämorrhoidencreme. Ganz einfach. Also ich hatte sogar keine. Boah, Gott sei Dank. Ich bin so bekannt und werde überall erkannt. Und übrigens mache ich auch Werbung für Hämorrhoidencreme. Sehr gut, genau so war. Sollte ich mal wagen, mich hier einer zu nominieren heute Abend, dann tanzt aber der Kochlöffel. Ich kette mich hier fest. Ich habe meine Handschellen dabei. Und den Schlüssel, den verschluck ich. Liebe Reality-Stars, herzlich willkommen zu eurer allerersten Stunde der Wahrheit der 5. Staffel von Kampf der Reality Stars. Für einen von euch ist der Traum, Reality Star 2024 zu werden, heute schon vorbei. Keno, die Gruppe war sich einig, dass du als Reality-Neuling die Extrawurst am allermeisten verdient hast. Wie glücklich bist du, dass du heute keine Angst vor einem Rauswurf haben musst? So redet ihr immer so. Das wirkt wirklich so, als wenn das voll durchs In-Ear wäre. Also ich weiß, wir reden oft über die Kathi Hummels, aber es ist so Kino. Die Gruppe hat entschieden, dass du die Wurst tragen musst. Warum brauchst du keine Extrawurst? Warum ist das bei der so?
Warum kommt das nicht? Was ist da los? Ist das ihr Markenzeichen vielleicht? Ebenso sicher in der nächsten Runde nach dem Safety-Spiel sind Ben und Kevin. Cecilia und Kelvin, ihr seid unsere Neuankömmlinge in der Sala. Das heißt, auch ihr seid heute safe. Ihr müsst heute noch einen aus der Gruppe rauswerfen. Maurice, du hast mit deinem Schiffbruch bei uns am Traumstrand tatsächlich Premiere gefeiert. Bist du gut angekommen? Also ich muss sagen, mir geht's gut. Ich glaube, da geht in die Geschichte ein. Ich kann das nicht sehen. Ne? Ich finde diese Moderation so schrecklich. Ich finde es ganz übel, ey. Ich überlege, ob ich gerade noch irgendwas putzen kann nebenbei oder so. Maurice, du hast mit einem Schiff fast Schiffbruch erlitten. Wie geht es dir damit? Wirklich? Wirklich jetzt? Also wirklich, das ist so tot einfach. Bei der Wand der Wahrheit bist du bei der Frage in Bezug auf Bekanntheit im Mittelfeld gelandet. Meinst du, du bist ein Einschaltimpuls, ein Garant für Quote? Also wenn der Maurice kein Garant für Quote ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin definitiv vor Maurice. Wer nervt dich hier in der Sala am meisten? Valencia natürlich. Bitte? Ich meine, ich mag sie, wir kennen uns seit 13 Jahren. Dann nerv ich dich? Bitte, ich bin jetzt gerade dran. Sie ist auch ziemlich laut und aufbrausend, das liebt man ja auch an ihr. Aber wenn ich jetzt wirklich vom Störfaktor her gehen würde, würde ich sie benennen. Hä, ich mag sie und wir kennen uns, aber sie nervt mich. Ja gut, also die Menschen, die ich mag, nerven mich meistens nicht. Reicht doch jetzt. Meine Fresse. Maurice, nur weil du jetzt gerade keine Zeit genau, bekommst. Genau, sag du mir doch nicht, wann es reicht. Eure scheiß inszenierte Scheiße, Mann. Geh mir nicht auf den Sack. Dass du dich dazu immer qualifiziert, dich einzumischen, Maurice. Halt dich bitte mal bedeckt. Es geht gerade um uns und nicht um dich. Maurice, misch dich einfach nicht ein in irgendwelche Sachen, die zwischen mir und Kevin sind. Es wurde gerade eben gefragt, was wir beide besprechen, ja? Wie lange wollt ihr noch reden? Aber es war schon wirklich alles inszeniert. So merkt man ja auch daran, dass diese Valencia dann ja gegen Maurice schießt, ne? Also die wollten diesen kleinen Beef da anzetteln. Und Maurice ist halt der Mann der Authentizität, ja? Der studierte, authentische, große Mann, der bei Mutti wohnt und der wollte das unterbinden. Er wollte entscheiden, wann die Fresse zu halten haben. Ist natürlich nicht sein Bier, ne? Aber genau deswegen ist er ja richtig in diesem Format, weil wir haben jetzt hier einen kleinen Streit gehabt in dieser wirklich langweiligen Moderation. Ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels, ja? Maurice ist die Sendezeitpolizei. Er sagt, wann es genug ist. Genau. Tatütata, Maurice ist da. Meine Fresse, wirklich. Cecilia und Kelvin? Ja. Kommt bitte zu mir nach vorne, begründet eure Rauswahl und sagt dann der Gruppe, wer heute die Sala verlassen muss. Auf jeden Fall Dankeschön, dass wir hier so herzlich empfangen wurden, ne, bei Kampf der Reality Stars. Korrekt, auf jeden Fall von der ganzen Gruppe. Es ist halt eine Unterhaltungsshow. Wir haben gesagt, wer unterhält uns? Wir wollen die Show aufrechthalten. Wir haben uns für dich entschieden, Noah. Wie könnt ihr den rauswerfen? So ein süßer, gut aussehender junger Mann. Ach nö. Ach, wie schade. Sorry, tut uns leid, aber ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Scheiße, Leute. Ist das wirklich scheiße? Was soll ich sagen? Ich muss. Oh, ich würde ihn am liebsten in den Arm nehmen. Maus. Ach, Mausi. Oh Mann. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war mein erstes Format und ich hätte mir, glaube ich, kein Schöneres aussuchen können für mein allererstes Mal. Ich habe euch alle ganz lieb gewonnen und ich finde euch alle echt ganz cool. Ich kann euch aber nur eins sagen, dieses Gesicht werdet ihr ab jetzt nicht mehr von der Bildfläche bekommen. Schatz, ja, dass er noch so mutig bleibt, obwohl das erste Format direkt dann so ein Flop für ihn war. Also was du auf jeden Fall schon geschafft hast in einer Folge, ist mir eine Outfit-Inspo zu liefern. Ich finde das, was er anhat, super geil. Ich bin gerade ja auch so oversized unterwegs und ich mag das voll. Danke, dass du da warst. Ich habe dich auch abonniert auf Insta. Liebe Reality Stars, das war sie schon, eure allererste Stunde der Wahrheit. Ich freue mich, dass ihr gut angekommen seid und dass bisher alles noch so harmonisch ist. Und denkt immer dran, wer die Sendezeit nicht ehrt, der ist in der Sala verkehrt. Also ich glaube, wenn die Kathi in der Sala wäre, dann würde das Format wahrscheinlich sofort abgesetzt werden. Beziehungsweise die würde so untergehen. Ich habe nichts gegen die persönlich. Gegen die habe ich wirklich nichts persönlich. Aber ich weiß nicht, die schläfert mich so ein.
Und ich denke so, weiß ich nicht, die besetzt so den Posten einer Moderatorin und macht es einfach so boring einfach. So. Ansonsten finde ich alles supi. Tippitoppi. Ja. Ja, wir sind fertig. Die Vorschau auf die nächste Woche sieht schon mal sehr spannend aus. Alex kommt rein. Es gibt Stress. We like that. We like that. Guckt euch die Spiele auf jeden Fall an auf RTL Plus. Dafür braucht ihr ein RTL Plus Premium Abo. Oder eben im Fernsehen eine Woche vorher. Ich konzentriere mich jetzt nicht so doll auf die Spiele. Nicht so dolle. Ja? Mehr so auf die zwischenmenschlichen Geschichten. Tschüss, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Morgen kommen die News. Bis dann. Ciao.